Ein gesundes neues Jahr wünscht man ja noch. Stimmt, das ist tatsächlich noch eine oder bis zu 2 Wochen lang so nach Knigge in Ordnung, habe ich gelesen. Ja, ja. Also so, zumindest so in der ersten Arbeitswoche kann man das auf jeden Fall, denke ich, noch ganz gut machen. Das heißt, du hast schon gearbeitet dieses Jahr, nehme ich stark an. Ich habe über die Feiertage auch ein ganz bisschen gearbeitet, vielleicht etwas entspannter als sonst. Aber ich bin jetzt schon im Büro und ist recht entspannt. Ja, sehr gut. Ja, frohes Neues, definitiv. Man weiß nicht genau, was kommt. Wir wollen mal wieder in diesem Vidcast, ja doch, ich nenne das mal Vidcast. Ich habe auch die letzte Folge auch aufgenommen. Die wird auch wieder erscheinen, keine Sorge. Und wir wollen so ein bisschen gucken, was passiert denn, was kann man gut machen. Und wir haben uns heute explizit dieses Online-Sprechstunden-Format rausgesucht, weil es doch eine ganz schöne Art und Weise ist, wie man sich begegnen kann. Ich selber kenne es vor allem aus der Theorie. Matthias, du kennst es vor allem aus der Praxis. Und darüber können wir heute sprechen. Auf jeden Fall. Wie war das denn am Anfang? Also ich habe natürlich selber ein bisschen bei dir reingeguckt. Ich wüsste jetzt auch, wie ich selber so ein Twitch-Team aufsetze. Aber wie war das denn bei dir? Also ja, quasi so Motivation und Intro, wenn man mal so will. Ja, naja, ich meine, so ein Sprechstundenformat ist ja klassisch so die Variante, wo man als Student, als Student hinkommen kann, um irgendwie Fragen loszuwerden. Ja, man hat irgendwie das im Skript oder irgendwie das und das bei der Übungsaufgabe nicht so richtig verstanden und wird jetzt gern nochmal irgendwie dazu eine Frage loswerden. Und die Frage ist aber jetzt irgendwie keine persönliche Frage, sondern es ist halt schon eine fachliche Frage und die ist auch vielleicht für andere Studierende interessant und deswegen kommen auch ganz gerne tatsächlich auch in der Vergangenheit Studierende zu Sprechstunden, auch wenn sie keine Fragen haben, um einfach so ein bisschen zu gucken, was die anderen zu machen. Und ich mache eigentlich dieses Sprechstundenformat bestimmt schon, boah, keine Ahnung, seit 8 Jahren, 10 Jahren, weiß ich nicht, halt natürlich irgendwie früher in Präsenz. So dieser Freitags-Nachmittagstermin hat sich da auch einigermaßen für etabliert. Und also für die ganzen Studienanfänger noch, früher ging man in die Uni und man hat sich in der Uni getroffen und das gibt Seminarräume, die Postdocs und Professoren haben Büros, also ein kleiner Witz, aber ich meine, man muss es vielleicht, es gibt jetzt schon die zweite Generation an Leuten, die haben noch nie eine Uni von innen gesehen, studieren aber. Genau, es gab so Tafeln, an denen man halt geschrieben hat und also seit, boah, bestimmt auch schon seit 4 Jahren, 5 Jahren habe ich diese Sprechstunde auch immer an so einem digitalen Whiteboard gemacht. Einfach weil man da, naja, so die ganz banalen Möglichkeiten der Digitalisierung, man kann halt sehr einfach verschiedene Farben nutzen oder man kann halt sehr einfach das dann, was man geschrieben hat, abspeichern aufnehmen, und genau. Und nochmal ins E-Learning-System reinstellen. Das habe ich da auch schon ganz gerne genutzt. So. Und es ist, muss man sagen, als Lehrperson natürlich ein anspruchsvolles Format, weil man ja nicht weiß, was da für Fragen kommen. Also das heißt, man lässt das gar nicht sammeln? Also ich hätte jetzt gedacht, okay, man kann dir quasi bis Donnerstagmittag Fragen schicken. Nee. Also du freestylst das einfach komplett. So genau. Salopp gesagt. Okay. Ich bilde mir ein, dass ich zumindest irgendwie so also aus dem Stegreif ganz gut auf jede Frage irgendwie eine einigermaßen vernünftige Antwort weiß oder zumindest dann so elaboriert laut nachdenken kann, naja, an die Aufgabe würde ich jetzt mal so rangehen und jetzt probieren wir mal das und ich verrechne mich, ich habe mich auch ein paar Mal verrechnet, aber ich habe dann auch relativ schnell, ich habe dann so ein ganz gutes Gefühl, in welche Richtung man weiter von sich weitergeht. Ja, und das, die Idee war jetzt, das natürlich irgendwie ins Digitale zu übertragen. Ich habe dann im letzten Sommersemester so Sprechstunden per Zoom irgendwie ganz nett gemacht. Das funktionierte meines Erachtens auch ganz gut. Das heißt, feste Studierende, die du auch letztlich kennst, die einen Zugang haben, ordentlich eingeschriebene Studenten haben sich dann online bei dir gefunden. Genau, also hauptsächlich natürlich oder ausschließlich Leute aus der eigenen Lehrveranstaltung, ja, definitiv. Und die technischen Möglichkeiten von Zoom waren aber schon ganz okay. Also Zoom funktioniert ja da so recht fluffig. Sehr anspruchslos. Also ich habe bisher noch keine Internetverbindung
festgestellt, die es nicht irgendwie packt, zumindest Ton zu übertragen. Also das haben sie schon gut hinbekommen. Es ist so pseudo-verschlüsselt, keine Ahnung. Genau, sehr in der Alpen, sehr an der Milchkanne wohnen, damit das irgendwie überhaupt gar nicht funktioniert. Und so diese Kommentieren-Funktion, und man kann sich gegenseitig auf den Bildschirm malen und man kann halt die vorhandene Aufgabe oder zumindest das Schaltbild oder das Diagramm irgendwie einfach freigeben und darüber zeichnen. Es funktioniert halt besonders gut, weil du eben ein Diagramm hast, Schaltzeichnung, weil du vielleicht sogar mal einen Oszillator zeigst. Das ist ja mein Lieblingsbeispiel, das funktioniert in einem politischen Seminar, wo man über, von mir aus, Bildungsgerechtigkeit spricht. Das kannst du nicht auf den Tisch packen. Das ist natürlich, das muss man unter, das kann man vielleicht anders visualisieren, aber ich würde behaupten, dass so Fächer wie die Elektroingenieurstechnik einen gewissen Vorteil hat, inhaltlich, aber vielleicht auch so, ja, die Berührungsangst ist vielleicht auch nicht so da. Wie ein HDMI-Kabel, Splitter und wie auch immer. Also da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu. Wir haben das Interview übrigens jetzt hier nicht geskriptet. Wir handeln uns jetzt hier einfach so wie Matthias die Antworten freestylen wir jetzt hier auch die Fragen. Das muss man natürlich erstmal aufbauen. Und vielleicht hast du ja die zweite Kamera auch vorbereitet. Da sieht man mal, was man so rundherum braucht. Weil ich glaube, manchmal glauben mir die Leute das nicht, dass das tatsächlich so ist. Du brauchst halt irgendwie eine Softbox, brauchst Kamera, Mikrofon, Greenscreen. Braucht man nicht, aber... Ich hab eine andere Idee, wie wir das zeigen können, aber... Sehr gut, sehr gut. Ich habe heute und im Moment noch keine zweite Kamera aufgebaut und ich habe jetzt auch nur den Laptop hier pur zu stehen, nackig, ohne... Sehr gut. Ich kann später den Filter rausnehmen. Aber letztlich, du hast es die letzten Jahre schon gemacht, wusstest also inhaltlich hier, das sind auch irgendwie alle Fragen schon mal gehört und quasi so semi-digital schon unterwegs. Dann macht man es halt in Zoom und jetzt quasi dritte Evolutionsstufe, das ist vielleicht ja auch wichtig, Twitch. Genau. Cool. So, und dann habe ich, um jetzt irgendwie mit dem Twitch so ein bisschen anzufangen, also ich hatte mir das ganz am Anfang des Sommersemesters schon mal angeschaut, so, wo sich alle gefragt haben, oh, wie bekommen wir jetzt unsere Riesenvorlesungen in das Internet gestreamt und wie kann das denn technisch funktionieren? Ja, und dann sagt die Twitch-Community natürlich, holt mein Bier, wir haben hier mal eine technische Lösung parat. Seit x Jahren, also. Seit x Jahren, die eigentlich auch irgendwie relativ etabliert ist und ganz auch ganz sicher funktioniert oder relativ zuverlässig. Naja, und ich hatte mir das dann mal so angeschaut und dann, das war aber noch so in der Zeit, wo jetzt Zoom noch nicht so abzusehen war und wo die Erfahrungen mit Zoom noch nicht so groß waren und wo wir halt noch irgendwie mit Jitsi rumexperimentiert und rumgekrebelt haben und so, was alles nicht so toll funktioniert hat. Skaliert und ich sag mal, dann kam halt die Uni mit Zoom um die Ecke und dann war Zoom erstmal so das Mittel der Wahl, auf das man sich halt eingeschossen hat und wo man sozusagen so die ersten wichtigen digitalen Sozialisierungserfahrungen in wirklich vielen reinen Online-Formaten gesammelt hat. So, und dann hatte ich mir das aber so zum Wintersemester vorgenommen, naja gut, und habe dann halt die Software nochmal mir runtergeladen und installiert und dann eben festgestellt, ulala, ich weiß jetzt nicht, ich hab bisher immer nur, also ich habe mal auch OBS installiert, aber weil ich wirklich keine Zeit hatte und ich so eine Click-and-Go-Lösung brauchte, habe ich halt dieses Twitch-Studio benutzt und ich weiß nicht, ob du Erfahrungen damit hast, das kannst du mir ja gleich erzählen. Und zumindest für mein Empfinden ist es extrem, extrem hardwarehungrig. Also ich habe einen PC hier in meinem Büro zu stehen, den benutze ich auch schon ein paar Jahre, muss ich zugeben. Aber da sagt das einfach mal, der PC ist zu alt, bitte kaufen Sie sich einen neuen. Aber du hast doch so ein Surface 7, oder? Du hast doch so eine Giga. Ja, so. Und auf dem Surface 7 mit einem Core i7 und 16 GB RAM und hast du nicht gesehen, da läuft es so leidlich, aber es ruckelt wirklich arg. Und warum? So. Ich kann dir auch genau sagen, warum. Weil du keine externe oder dedizierte Grafikkarte hast. Weil das Transcoding und Decoding wird, oder Encoding und Decoding wird vor allem über die Grafikkarte, das kann auch die CPU, also die Rechenpower an sich, aber ich bin jetzt letztens auch gewechselt, weil jede Grafikkarte das so aus dem Ärmel schüttelt und selbst eine mittlere CPU echt ackern muss, damit sozusagen das Bild, oder wenn wir jetzt das Bild ändern, das Bild auch wirklich zu den Zuschauern in dem Fall rausläuft. Und das ist natürlich schon so ein Heavy Lifting teilweise. Und wenn wir jetzt noch über Gaming-Szenen oder so reden würden, was ja eigentlich der Ansatz von Streaming früher war. Genau. Aber interessant, also Hardware hast du da nachgerüstet? Oder? Naja, und ich hab zu Hause halt einen besseren Rechner zu stehen. Mit Grafikkarte nehme ich an.
Ja, mit irgendwie auch noch, also mit noch ein bisschen mehr RAM und auch ein bisschen besserer CPU und vermutlich auch mit einer Grafikkarte. Das ist jetzt kein Gaming-PC, den Ja, ich da brauchst du habe, ja aber nicht. zumindest irgendwie eine etwas aktuellere Workstation, die vermutlich irgendeine Nvidia CUDA, hat man nicht gesehen, Grafikkarte drin hat. Und ja, da funktioniert es auch um Welten besser. Und an diesem Rechner habe ich halt auch zwei Monitore, was es auch noch mal ein bisschen schöner macht, weil dann hat man, ne? Zwei Und Monitore ist glaube ich, auch mit der beste Nutzen, wenn man sich erstmal was kauft, weil die zweite Kamera, was wir alles haben, das ist alles Spielerei. Der zweite Monitor, deutlich höhere Produktivität. definitiv. Und ich meine, und dann, ich habe ja nebenbei auch immer noch das Zoom-Meeting laufen, weil ich ja so ein bisschen, also ich streame bei Twitch, aber wenn man mir, also ich habe halt festgestellt, der Twitch-Chat nützt jetzt zum Fragen stellen nicht so wahnsinnig viel. Also es ist trotzdem cool, wenn die Leute im Prinzip über das Zoom-Meeting anrufen und sagen, hallo, hallo. Sorry, 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 ich habe falsch geklickt. So, boah, Alles gut. okay. Deswegen Wenn, wenn die Leute Studio-Modus. über das Zoom-Meeting anrufen und sozusagen da ihre Fragen loswerden, ich mache das jetzt organisatorisch sozusagen immer so, dass ich mein Zoom-Meeting schon irgendwie eine Viertelstunde vorher anmache, dann treffen dann so die Leute rein und dann warne ich die halt vor und sage, ihr wisst ja, wir sind dann auch gleich irgendwie live bei Twitch und alles, was ihr da erzählt, hört man auch da, aber es Ja. ist für die meisten Leute kein Problem. Ich versuche auch Namen natürlich zu vermeiden und die Leute versuchen Namen zu vermeiden und mich sowieso jeder und dann ist das schon okay. Das Aber ich ist fand das halt ganz jetzt. cool. Also ich habe wieder ein paar schon verfolgt und ich habe es auch schon bei anderen gesehen. Und im ersten Moment fragt man sich, wenn man nur Twitch kennt, von Streaming oder Gaming oder von Künstlern oder wie auch immer, das ist ja immer so eine One-Man-Show. Und eigentlich hast du ein Gesicht und eine Stimme. Und ich fand es sehr erfrischend, muss ich sagen, dass man mal eine andere Stimme gesehen hat und dann auch noch eine Studentin oder einen Studierenden, wie auch immer. Um dann eben auch so ein bisschen ins Gespräch, also hier, du erzählst was, dann kommt die erste Frage, dann hast du vielleicht dazu nochmal eine Rückfrage. Und das kommt ja, also das war so mein Eindruck, das kommt ja einem Seminar- oder Vorlesungsdialog sehr nahe, weil die andere Person ja auch Ton hat. Weil immer nur chatten, sehe ich auch ein, das macht man mal, aber so ein permanentes Ping-Pong ist nur bedingt möglich. Das sehe ich ein. Genau, und also es bildet halt dieses, diese klassische Präsenzsprechstunde oder, also ich habe die auch nie früher in meinem Büro gemacht, weil keine gute Tafel hier und sowas, häufig in dem Seminarraum, außerdem ist mein Büro auch immer nicht so richtig gut aufgeräumt dafür. Aber ja, es ist auch so, wie wenn jemand halt in mein Büro kommen würde oder wenn zwei Studentinnen in mein Büro kommen würden und man irgendwie sich so hier über, ne, man packt sozusagen eine Lösung auf den Tisch und diskutiert darüber. Und ich meine, das ist natürlich so, das habe ich sowieso immer gesagt, das ist halt der Riesenvorteil von den digitalen Lehrformaten, dass, ne, es können alle gleichzeitig super die Tafel sehen in Ja. brillanter Auflösung und halt gemeinsam darauf rumzeichnen. Das geht ja in einem klassischen Format halt auch nicht. Ja, wir könnten das ja noch weiterdenken. Also klar, aufnehmen ist jetzt, also auch wenn ich jetzt überlege, also ich finde den Vergleich, der hinkt immer, wenn man sozusagen rein analog mit rein digital vergleicht. Aber wenn wir es eben doch mal vergleichen, zugunsten von digital wohlgemerkt, dann ist es, weil alle ja immer über ja, Datenschutz und Hardwarekosten und so reden, wenn du jetzt anfängst in einem normalen analogen, wir treffen uns physischen Lehrraum, einfach mal anfängst und ich fange jetzt an, euch aufzunehmen, da wäre der Aufschrei ja auch groß. Aber so kann sich sozusagen jeder hinter seinem Computer, ich sag jetzt mal böse, verstecken, wer möchte. Und wer eben doch eine Frage stellen will, benutzt den Chat oder benutzt seine Audiospur, ist aber trotzdem quasi geschützt. Und bei Twitch finde ich es noch interessant, dass du ja letztlich so eine Art Wissenschaftskommunikation betreibst. Vielleicht hier nicht mit so viel Fanfaren und à la Science Slam und immer total humorvoll. Also nicht, dass deine Vorlesungen nicht humorvoll seien, verstehe mich nicht falsch. Aber du bringst ja quasi öffentliches Wissen oder Wissen, das eigentlich die Öffentlichkeit mitbezahlt hat, also quasi öffentliche Uni, oder öffentliche Gelder, öffentliche Ressourcen, wie man so schön sagt, und sagst halt, hey, freitags, wer möchte, kann sich was über Elektrotechnik und ganzen Wandler, die du da behandelst, angucken. Und das wäre in einer, also ich weiß nicht, wie hoch die Hürden sind oder ob ist jemals, andersrum gefragt, ist jemals eine fremde, externe Person zu deiner Sprechstunde aufgetaucht? Nee, natürlich nicht. Geht gar Nein. nicht. Also. Also, das wäre auch, ja, also unmöglich nicht, aber es wäre extrem unüblich. Also, ich kann mich erinnern, dass wir haben mal ein Seminar gemacht, also was wir immer noch machen, aber mittlerweile anders heißt, wo es so ums wissenschaftliche Arbeiten, Schreiben, also
ein Soft-Skill-Seminar, wo man so ein bisschen sagen würde. Und da hatten wir einmal, und das war irgendwie auch, ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, ein absolutes Novum, da ist jemand von der TU Braunschweig nach Magdeburg gekommen, um sich halt in Präsenz dieses Seminar mit zu verfolgen oder, okay, oder bei diesem Workshop mit dabei zu sein. Und das war aber, das war so ein Once-in-a-Lifetime. Dedication and sheer will. Also ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Person in Braunschweig da irgendwie Wind von bekommen hat. Das ist auch schon ein paar Jährchen her. Das war auch so weit, weit vor der großen Twitter-Vernetzung und sowas. Ja, krass. Also ich sehe diverse Vorteile. Würdest du sagen, es gibt Nachteile? Also, weil ich sehe natürlich auch ein paar, aber so aus deiner Lehrerfahrungssicht? Naja, also die Kommunikation jetzt natürlich irgendwie in einem Seminarraum ist vielleicht noch mal ein Ticken direkter und irgendwie vielleicht auch sozusagen so ein Ticken intimer, weiß nicht, ob das richtige Wort dafür ist. Also, ne, es hat hier schon halt natürlich so eine semi-öffentliche Komponente. Ich meine, ich sehe auch die Zahlen, da guckt jetzt natürlich auch nicht die halbe Welt dazu, wenn ich da rechne und mich verrechne. Aber es guckt auch nicht niemand zu. Also muss man auch einfach mal sagen. Und ich meine, was jetzt so ganz nett ist, ist, dass es zumindest der Twitch ja automatisch auch irgendwie so eine 10-Tages-Konserve so hat. Und ich glaube, das ist ja auch so die Halbwertszeit. Also wenn man jetzt die Sachen halt, ich habe mich auch dagegen entschieden, das jetzt alles nochmal im Nachgang irgendwie bei YouTube hochzuladen. Einfach weil dafür ist es auch jetzt auch nicht perfekt genug, weiß ich nicht. Ja. Also das möchte ich auch den Studierenden halt nicht, die dann da Fragen stellen, dass das dann irgendwie ewig konserviert ist. Aber naja, so diese 10-Tages Karenzzeit hat man halt, wenn man es verpasst hat, um sich das anzuschauen. Und ich sag mal, ja, also die Erfahrung bei YouTube zeigt ja auch, klar, dann vor Klausuren, vor Prüfungen, vor Leistungskontrollen gucken sich Leute auch nochmal dieses und jene Thema an. Aber ich meine, ansonsten ist ja so die Halbwertszeit von so einem Video auch. Ja, 2-3 Tage. Also ich glaube, bei Lehrvideos, wie gesagt, wir haben ja diesen Doppelspike schon ausgiebig behandelt, vor allem du in deinem Blogpost. Ich glaube auch, ich sag mal, aus Studentensicht, die ganz windigen und die ganz auf Bulimie lerngetrippten Studierenden, und das haben wir, also ich und meine Kommilitonen, wir haben das alles schon gemacht, die finden ihre Wege, so war, also quasi ein Video kommt raus und du weißt, oh, begrenztes Angebot, jetzt zuschlagen, dann ist dieses, ich möchte davon eine private Kopie, Betonung auf privat wohlgemerkt, kein Student hat Zeit, illegal irgendwelche Sachen hochzuladen. Das ist ja auch so eine Sorge, das macht keiner. Wir haben Besseres zu tun. Und so gut war auch bisher keine Vorlesung von irgendwem. Und die Vorlesungen, die so gut sind, werden automatisch hochgeladen. Also, ihr versteht, die finden Mittel und Wege. Aber ich würde auch sagen, auch so eine Sprechstunde, da geht es ja auch um sehr konkrete Fragen. Also, wir können auch gerne gleich mal reingucken, fände ich spannend. Auch wie du sozusagen das siehst, wenn du dich dann selber in der bereits aufgenommenen Vorlesung siehst. Ja, das sind ja sehr spezielle Fragen. Also warum steht da irgendwie V gleich 5? Und dann gehst du ja konkret drauf ein. Und das hat für die Leute, die dort sind, direkt, glaube ich, live einen großen Mehrwert. Und wenn sie dann nochmal sich das angucken. Aber eine Person, die weder live da war und sich das dann einfach im Nachgang anguckt, ich glaube, da ist der Mehrwert begrenzt. Also ich will auch da so ein bisschen diesem Argument den Wink aus dem Segel nehmen, dann kommt ja niemand mehr. Was sagst du dazu? Ja, also ich versuche natürlich trotzdem schon immer irgendwie, wenn es eine Frage gibt, vielleicht auch nochmal, also weil ich das früher auch so gemacht habe, ne, wenn es irgendwie eine ganz spezielle Frage zu einer ganz speziellen Aufgabe irgendwie gab, wie ich sage, da sitzen auch andere Leute mit im Raum, die vielleicht nur mit hingekommen sind, um sich das irgendwie so mit anzugucken, die versuche ich dann auch immer schon mitzunehmen und hole da meistens nochmal ein bisschen aus und erzähle nochmal ein paar Worte. Ja, zu der Aufgabe, wie man jetzt, also was man vielleicht als Vorwissen mitbringen muss, um diese Frage überhaupt zu verstehen oder um diese Frage irgendwie interessant zu finden, und versuche schon immer eigentlich Aufgaben so komplett durchzurechnen und nicht so als die Frage beantwortet, okay, jetzt machen wir Schluss, sondern zu gucken, ja, und so ein bisschen zu diskutieren, was jetzt rausgekommen ist, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht, hat das irgendwie einen praxisrelevanten Bezug, was kann man sozusagen so ein bisschen als Take-Home-Message abseits der Zahlen und der Formeln aus der Aufgabe mitnehmen. Aber es ist ja auch schon wieder ein Service, zu sagen, okay, ich normalisiere Wissen für dich, gehe irgendwie nochmal den Zusatzbaustein links, den Baustein rechts, damit du das irgendwie wieder verbinden kannst. Also das ist ja auch eine, ich weiß nicht, ob man jetzt sagt, das ist irgendwie ein Paradigma oder einfach eine Ideologie, wäre vielleicht zu viel, aber es hört sich so an, als würde es keinen Unterschied machen, als würdest du das analog oder digital machen. Ja, und es ist so ein bisschen so Einordnung, ne? Also ich meine,
Viele Sachen, gerade in den Ingenieuren, Naturwissenschaften, in der Mathematik, die macht man ja mal, damit man sie irgendwie mal gemacht hat, damit sozusagen wo kommt das her, klar ist und irgendwie der Beweis klar ist. So ein echter Ingenieur zu werden. Ja, damit man so ein sicheres Fundament hat und dann ist das im Berufsleben macht das aber kein Mensch mehr so, ne? Weil dann gibt es irgendwie andere Tools mehr. Und ich meine, sowas sieht man ja als Student, als Studentin nicht. Da ist man ja irgendwie recht dankbar, wenn mal jemand mit irgendwie ein paar mehr Jahren Erfahrung sagt, naja, das musst du jetzt mal gemacht haben, aber und es musst du auch verstanden haben, aber eigentlich brauchst du. Ja, auch dieses Tacheles-Reden. Also, ja, das kennt man teilweise noch aus der Schule, dass keiner irgendwie an der Uni dann händisch eine Polynomdivision. Nein! Oder du kannst wahrscheinlich noch mehr auf Beispiele ziehen. Dass einfach mal Tacheles geredet wird und gesagt wird, hier in die und die Richtung geht's. Oder wenn ihr euch spezialisiert, braucht ihr Folgendes. Und ich finde eher so diese Denkschule dahinter wichtiger. Na gut, lass uns mal reinschauen. Also, ja, sehr gerne. Man sieht ja jetzt schon, ist ja, was du jetzt anmachst. Also, ne? Genau. Man sieht noch diesen farbigen Twitch-Hintergrund rechts und links. Ich habe, wie gesagt, ich hatte keine Zeit wirklich. Ich brauchte so eine Click-and-Go-Lösung, habe dann da einfach irgendwie Kamera, Mikrofon eingerichtet, habe das so eingestellt. Erstmal dunkles Design. Erstmal dunkles Design, das ist hochgradig wichtig. Das ist der 17-Minuten-Clip. Ich würde sagen, wir gehen eher in den Stunde 14 rein, wenn das für dich okay ist. Das können wir gerne machen. Und was mir aufgefallen ist, Matthias, das klingt super, aber es ist ganz schön leer hier. Ja, was muss ich da noch hinschreiben? Da muss schon, also ich würde tatsächlich so Link von du hast bestimmt auf der Fakultät noch eine Webseite oder dein Twitter, ja. Nochmal groß. Aber also, ich dächte, dass irgendwo habe ich da schon auch so Links hinterlegt. Ja, ich weiß nicht, ich glaube aktuell probieren sie neue Features aus. Mal ist es da und mal nicht. Das ist mir bei meinem auch oder bei anderen auch schon aufgefallen. Ich weiß nicht, warum. Also, letztens habe ich noch dein ResearchGate und Xing-Profil und so alles gesehen. Ja, genau. Genau. Aber ja, also ich. Ich kann daran arbeiten. Also, wie gesagt, soll doch eher so ein Scherz sein, aber. Im Dezember nicht so wahnsinnig viel Zeit. Ich brauchte eine Click-and-Go-Lösung und dann habe ich halt immer ein Bildschirmfenster freigegeben. Nämlich hauptsächlich das von OneNote, in dem ich dann halt gezeichnet habe. Genau. Und das ist von die letzte von vor Weihnachten. Und da habe ich das dann eben auch schon so gemacht, dass ich einfach dann hardcore irgendwann den ganzen Bildschirm freigegeben habe, weil mich das immer genervt hat, zwischen den Anwendungen herzuschalten. Und das ist halt definitiv auch ein Vorteil von, das habe ich halt dann schon an den so halbdigitalen Sprechstunden geliebt, wenn ich dieses digitale Whiteboard hatte, dass man halt nebenbei auch mal MATLAB anwerfen kann, dass man ETSpace anwerfen kann, dass man mal eben so nicht nur eine Kreidetafel hat. Lass mich mal ganz kurz dich. Hold my. So, dich schieben wir mal ganz elegant hier rüber. Das ist so Live-Editing, Studio-Regie. So, ja, du mit Zipfelmütze, großartig. Würden sich, glaube ich, auch viele nicht trauen, auch wenn es was total Triviales ist, aber es kam mit Sicherheit gut an. Du bist also MATLAB und du hast den ganzen Bildschirm freigegeben, richtig? In dem Fall habe ich meinen ganzen einen Bildschirm freigegeben und auf dem anderen Bildschirm hatte ich dann halt das Twitch-Studio zu laufen. Mhm. Also du meinst quasi das hier. Ich habe gerade mal rübergelegt. Ah, nee, sieht man es? Nee, jetzt nicht. Sieht man nicht, weil du wahrscheinlich auch nur den einen oben freigegeben hast. Ja, genau, sowas genau. Genau. Und, also kann man machen. So dass ich da halt so eine Kontrolle habe und dann habe ich auf dem anderen Bildschirm natürlich noch irgendwie mein Zoom-Fenster, wo ich meine Studierenden im Zoom habe und einen Zoom-Chat, wo mir auch mal Fragen noch gestellt werden nebenbei. Also ein bisschen multitaskingfähig muss man eben sein. Und darauf wollte ich so ein bisschen bei den Schwächen, ja. Genau, auf dem anderen Bildschirm eben noch das Aufgabenheft und dann hole ich mir, wenn ich das brauche, mit einem Snipping-Tool einfach von da drüben die Sachen raus, kopiere die rüber in das OneNote rein. Ja, und dann habe ich eben festgestellt, OneNote, das ist mir vorher schon mal aufgefallen, hat halt das Problem, man sieht den Mauszeiger einfach nicht. Also auf der Aufnahme meinst du? Ja. Du kannst bei OBS bei der Display Source sagen, Mauszeiger aufnehmen.
Ja, also unabhängig, ich habe das schon mit verschiedenen Programmen. Ich habe ja sonst immer irgendwie Hypercam oder so Ja. als Screen Recorder. Weil an Und in sich sieht jedem. man ihn ja ganz klein. Ja, nee, das ist ja auch nicht OneNote, das ist Windows Journal. Das ist nämlich schon. Ach so, ja, stimmt, das sieht ja ganz anders aus. Ich, ja, Genau, da habe ich klar. nämlich schon gelernt und habe halt mein schönes altes Windows Journal wieder ausgegraben. Und da sieht man ihn halt zumindest ganz, also klein, aber eigentlich ausreichend. Und ich sage mal, viel größer dürfte er für mich auch nicht sein, weil dann kann ich natürlich nicht mehr so fein schreiben und die ganzen Indizes und so da dran malen. Ja, was ist, Also wenn du ich dir bin so einen dann. Mauscursor, also so einen Highlighter holst, der nochmal so umrandet oder? Ja, sowas müsste ich mir mal irgendwie installieren. Dann ist halt die Frage, aber irgendwie, also. Wie das denn in Journal funktioniert, in diesem Hypercam, mit dem ich sonst früher immer meine Screen Recordings gemacht habe, der macht den da automatisch so ein bisschen größer, macht halt so einen roten Kreis ringsrum oder irgendwie was, dass man so ein bisschen besser sieht. Aber ich meine, man sieht ihn halt immerhin. Und das ist für mich total wichtig, dass ich mal so ein bisschen zeigen kann, irgendwie hier da oben, das nehmen wir jetzt und setzen das da ein und so. Und in OneNote musste ich das dann irgendwie immer umkringeln. Da habe ich ganz viel mit Steuerung Z gearbeitet, immer was umkringelt, Steuerung Z, umkringelt, Steuerung Z. Ja. Ja, aber ansonsten, also man kann Farben nutzen, man kann halt einfach darüber schmieren und Es ist ja tatsächlich so, wie auch, er hat eine Frage und dann holt man jetzt vielleicht nicht gerade den Bierdeckel, aber ein Schmierpapier raus, nur mit dem Vorteil, dass du da irgendwie auch mal ein Bild noch einfügen kannst. genau. Aber du hast dann letztlich das Programm nur gewechselt wegen dem Mauszeiger. Richtig. Okay, aber haben Und Studenten weil. gesagt, dass sie das irritierend finden oder hat dich das einfach nur Nee, mich gestört? hat das irritiert. Also wenn ich mir danach Spannend. nochmal irgendwie, so, um zu gucken, die Aufnahmen angeschaut habe, also hier habe ich zum Beispiel auch schon dann gecheckt, wenn ich das Fenster einfach in einem bestimmten Verhältnis aufmache, dann fülle ich halt den Twitch-Bildschirm gut. Dann habe ich nicht rechts und links diese seltsamen bunten Ränder, die einem ja jetzt nicht so wahnsinnig viel bringen, so, ne? Ja, tatsächlich. Also Naja, und vom, das ist ja. aber so, ich hatte da, wie gesagt, vorher nicht so wahnsinnig viel Zeit, das immer alles irgendwie zur Perfektion einzurichten. Und ja, also da mit der Zipfelmütze und so, da sitze ich halt tatsächlich bei mir zu Hause im Schlafzimmer. Ah, das berühmte, okay. Aber auch an dem Rechner, der An ein dem bisschen mehr. guten Rechner, ja, an Ja, dem okay. Rechner mit den zwei Monitoren. Und ab und zu gucke ich ja auch mal so rüber auf den zweiten Ja. Monitor. Ja, und dieses Windows Journal läuft tatsächlich vielleicht auch mal ein Ticken zackiger und flüssiger als das OneNote, weil OneNote ist schon irgendwie wieder so ein aufgeblasenes Programm mit, es speichert alles synchron im Hintergrund in der Cloud und so. Und also Ich finde es auch Journal ist ziemlich schon. cool, aber mein großes Problem war auch, das Bild aufzunehmen, weil die Windows Office Produkte sich sehr dagegen sperren. Also es gibt nur ein paar Tricks, wie man PowerPoint in OBS reinbekommt. Word ist auch ganz schwierig. Eigentlich kann man nur WordPad benutzen und bei OneNote ist mir auch noch nichts Richtiges untergekommen. Deswegen das Journal, das klingt eigentlich ganz cool. Magst du noch was zu deinem Stift-Eingabegerät sagen? Ja, ich habe natürlich hier nur mein anderes Stifteingabegerät. Mein Kabel ist etwas kurz. Weil, also ich würde sagen, es gibt wenig Dinge, die sich lohnen. Genau, das, ich glaube, ich habe genau das Gleiche. Das ist das Intuos, das Vacuum Intuos Board. Das ist das S Das hier. S, Also okay, das das, was Small, ich jetzt hier ja. habe, ist das S und das, womit ich dann zu Hause schreibe, ist ein M. Und das Oh. M ist schon besser. Einfach weil es größer ist. Ja. Und dann kann man halt so diese ganzen Indizes, also die kleinen Zahlen an den Variablen dran, und so, die kann man schon ein bisschen schöner und ein bisschen feiner schreiben. Ich muss auch immer mich so ein bisschen anstrengen, dass ich nicht zu. Also, das ist natürlich, man möchte schnell schreiben, damit das alles nicht so ewig dauert. Und man möchte natürlich trotzdem irgendwie An. relativ sauber und ordentlich schreiben. Das Ja. ist ein gewisser Zielkonflikt. Und da hilft das größere Tablet schon auf jeden Fall bei. Ich habe aber trotzdem dieses kleine Tablet hier zu schätzen gelernt, weil es eben sehr schön transportabel ist. Also ich habe ja am Anfang des Semesters auch drei Vorlesungen in Hybrid gemacht und dann Das heißt, habe ich. du sagst es immer so schnell, aber für alle anderen, er hat dreimal auf- und abgebaut und hat mehr Arbeit gehabt, als wenn er es einfach von zu Hause gehabt hätte. Das, also weil du sagst, ich habe das dreimal gemacht. Dreimal Ja. auf und abgebaut. Das ist halt absurd. Und dann passt halt dieses kleine Vakuum, also klar, für das große würde man auch ein Peli-Case bekommen, aber ich habe halt so ein Peli-Case, wo ich das ganze Geraffel vom Laptop drin habe. Und da passt halt das kleine Vakuum-Tablet auch genau perfekt mit rein, wie wenn es dafür gemacht gewesen wäre. Sehr gut.
Und deshalb so für den Mobilbetrieb und aber jetzt so für meine für mein Online-Plenum, wo ich jetzt nicht die ganze Zeit schreibe, sondern nur mal was markiere und so. Also dafür reicht es dicke hin. Lohnt sich auch die Investition. Also wenn man sich jetzt so fragt, okay, was kostet das? Ich glaube irgendwas zwischen 80 und 110, je nach Größe. Genau, das Kleine kostet so um die 80 und das Große kostet so um die 150, natürlich immer je nachdem wo und wie und bei welchem Laden man das kauft. Weil das Große hat halt den Vorteil, es hat einen Akku drin und es geht auch per Bluetooth. Ich glaube, dann habe ich auch das Große. Moment. Ja. Und das funktioniert echt fluffig. Ja, genau, weil es halt Bluetooth und das ist, genau. Und was man auch dazu, wir wollen jetzt hier echt keine Werbung machen, aber. Nein, halte mal das Kleine vor mein Gesicht, dann sieht man, es ist wirklich nicht so groß. Okay, ich habe halt einfach einen kleinen Kopf, aber. Und es hat eine echte Spitze. Also, weil viele fragen sich ja, was soll sie denn kaufen? Und dann gibt es irgendwie so, welche Kamera ist gut, welche Webcam ist gut. Ist egal. Ich habe mir jetzt gestern eine generische Kamera und ein generisches Mikrofon, beides für unter 60 Euro zusammen auf Amazon gekauft, einfach mal um zu testen, was kann diese typischen YouTube-Videos, was kann die schlechteste der Kategorien? Und bei solchen Produkten fragt man sich dann auch, okay, können die was, bringen die wirklich was? Ja, der zweite Bildschirm bringt total viel. Und das Eingabegerät, bin ich ehrlich, man lernt noch mal so, ich will nicht sagen komplett neu schreiben, aber die Hand-Augen-Koordination, am Anfang fragt man sich, warum habe ich 90 Euro dafür ausgegeben, um irgendwie kritzelige Pfeile und nach so, ich weiß nicht, wie viele Stunden du gebraucht hast, aber mich hat das tatsächlich so 3-4 Stunden mal im Einsatz gebraucht, um den Indiz wirklich zu treffen. Weil viele denken, man braucht ein Display, weil die so ganz, es gibt ganz teure Boards, 400-500 Euro, da schreibt man quasi, kann man sich aber irgendwie gleich ein Surface kaufen. Und dann sind es aber keine echten, also hier ist, ich weiß nicht, ob das Kupfer ist oder nee, Graphit ist in der Spitze drin. Ich glaube nicht, dass man es richtig sehen wird. Keine Ahnung, das ist, also für mich sieht das trotzdem irgendwie aus wie eine Kunststoffspitze, aber es fühlt sich halt so an, wie ein Stift sich so anfühlt. Genau, und, ja, weil er nutzt sich ab. Also wenn du stark aufdrückst, dann nutzt er sich ab. Ja, das ja. Also man kann ihn ja auch wechseln. Genau. Man kriegt da auch irgendwie so ein paar Stiftspitzen dazu, aber ich habe ehrlich gesagt noch keinen. Obwohl, wenn ich jetzt so drauf gucke, so wie du das sagst, hat er sich tatsächlich vielleicht auch ein bisschen schon abgenutzt. Ja. Nee, also ich habe auch so ein Wacom One, also genauso wie du sagst, eins mit so einem Display. Ach, Quatsch, echt? Krass. Ja. Aber das Problem ist natürlich, das hat halt irgendwie einen HDMI-Eingang. Mhm. Und mein Rechner hat natürlich irgendwie zweimal Displayport oder dreimal Displayport. So. Wieso? So Kabel kosten doch nichts. Ja, das stimmt schon. Aber haben oder nicht haben. So und dann ist der nächste Punkt, also dass wenn man halt so ein Tablet hat, was eben gleichzeitig was anzeigt, ich mache das jetzt mal so ein bisschen, dann ist man natürlich auch immer irgendwie gewillt, da so runter zu gucken. Ja. Und dann sieht das halt im Stream einfach irgendwie nicht so wahnsinnig toll aus. Und ich meine, so weiß ich, ich muss auf den Bildschirm gucken, damit ich sehe, was ich schreibe. Ich habe überhaupt gar nicht das Bedürfnis, da unten zu gucken. Und dann sieht das, also zumindest, wenn man so einen Stream macht und wenn man halt die Person sieht, natürlich viel angenehmer aus. Also wenn ich jetzt einfach irgendwie nur so... Genau, der Blickkontakt hier. Genau, wenn ich jetzt nur irgendwie so also die ganzen anderen Videos, die ich bei YouTube gemacht habe, die habe ich ja auf so einem alten Tablet geschrieben, wo man auch direkt auf den Bildschirm schreibt mit einem Stift, der nur auf dem Bildschirm funktioniert. Der hat auch keine Finger-Touch-Erkennung, sondern reagiert eben auch nur auf den Stift. Das finde ich auch so toll an den Wacoms, dass man halt, man kann mit dem Finger drauf rumgehen, wie man will, da passiert halt nichts. Ja. Man braucht keine Handballenerkennung oder irgend so ein Quatsch, sondern es reagiert eben nur auf den Stift. Und dann ist das okay. Ein Video sieht man nicht nicht. Ne? Dann kann ich auch schön die ganze Zeit auf den Bildschirm gucken und dann trifft man auch ohne Probleme ganz perfekt das Indiz. Man muss sich mit den Dingern halt so ein bisschen eingrooven, aber das, also mittlerweile denke ich, funktioniert es ganz gut. Aber ich würde immer empfehlen, sich irgendwie zu zeigen. Also ich glaube, wenn man den Teil jetzt noch weg rendern würde, und das können wir ja auch einfach mal live machen, gut, dann fällt ein Teil. Und jetzt Ton, ich muss sagen, gerade weil man nicht, also man hört vielleicht, was du als nächstes machst, also im Sinne von machen willst, aber wildes Scrollen und auch gerade die Folie, die ist natürlich krass. Also gut, wir sind jetzt auch einfach irgendwo mitten reingesprungen, aber ich kann, weil ich glaube, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, das fragen sich immer noch Leute, ob sie das machen sollen oder nicht. Und es reicht ja, dass du da unten sehr klein bist. Also es ist natürlich jetzt auch Bild in Bild, das ist nochmal verkleinert. Aber ich persönlich finde zumindest am Anfang, in der Mitte oder am Ende, weil ansonsten ist es wirklich betreutes Lesen. Ja,
Ja, also, aber es ist, man muss natürlich in der Hinsicht irgendwie, also leidensfähig sein, keine Ahnung, mir fällt auf, ich habe da, glaube ich, das gleiche Ding an, wie ich jetzt anhabe. Man braucht als Ingenieur, braucht man vielleicht so einen Fashion Consultant an der Stelle, weißt du? Also es sieht halt seltsam aus. Ich habe mir auch, als wir dann unsere Streams, wir streamen ja so einmal im Monat ungefähr, Ja, ne? grob, ja. So, und dann, als ich habe mir die dann ja auch immer bei Twitch und so runtergeladen, und als wir die dann bei YouTube hochgeladen haben, ist mir aufgefallen, oh, du hast halt irgendwie im ersten und im zweiten das gleiche Poloshirt an. Ja. Wenn uns jetzt jemand sieht, könnte man denken, der Matthias Mardowski hat nur ein Poloshirt. Und das ist so, ja, also man sieht halt einfach ein bisschen mehr von der Person. Es macht halt schwieriger, das im Nachgang irgendwie zu schneiden. Und man muss natürlich auch immer gucken, dass man mit dem Bartwuchs, mit der Frisur und mit dem gesamten äußeren Erscheinungsbild Das einigermaßen stimmt. kameratauglich ist. Das Und das stimmt. hat man halt bei den anderen Sachen nicht, wenn man sich jetzt gar nicht so zeigt. Aber klar, ich bin da voll bei dir, dass das so eine gewisse persönliche Note natürlich hinzufügt. Also mehrere Sachen. Also bei den Klamotten, ich habe mittlerweile festgestellt, entweder man variiert total und hat einen super großen Kleiderschrank. Ja, mit meinen 17 Outfits komme ich halt irgendwie auch irgendwann in Wiederholungen. Also habe ich beschlossen, ganz ehrlich, ab sofort einfach Hemd und den, keine Ahnung, Grad Student Look. Weil dann ist es auch egal, wie alt das Video ist. Und das machen tatsächlich auch viele YouTuber. Nicht, dass das das Ziel wäre, aber grundsätzlich ist es so, entweder man variiert total oder man sagt, nö, das ist mein Videoshirt. Also Tom Scott zum Beispiel, großartiger YouTuber, hat immer ein rotes T-Shirt an. Immer. Auch wenn er auf Veranstaltungen geht und dort spricht. Und das hat natürlich den Effekt, es ist so ein bisschen dieses leicht. Ja, autistische Mark Zuckerberg, ich habe 3 Minuten mehr am Tag, weil ich kein T-Shirt raussuchen muss. Ja, irgendwie nicht, aber irgendwie halt schon, weil man sich dann tatsächlich nichts überlegen muss. Auf der anderen Seite, selbst die Zipfelmütze macht in dem Video schon das Ganze ein bisschen persönlicher, weil es irgendwie, ja, du siehst, du erkennst an, dass die Vorweihnachtszeit angefangen hat. Ich weiß nicht, der Baum im Hintergrund oder dieses Pflänzchen im Hintergrund macht auch total viel. Wir machen jetzt aktuell, weil es einfach der hippe Trend ist hier Double Green Screen, was ich auch sehr gut finde. Es wäre aber auch in Ordnung, wenn man zwei Wohnzimmer sehen würde. Also ich finde, so eine gewisse Persönlichkeit schallt einfach auch in den digitalen Leerraum rein. Dann könnte auch mehr zurückkommen. Und wenn es nur ist, ha, die Pflanze habe ich auch. Schauen Sie mal. Also. Ja, definitiv. Also hier, der Christoph von der Sendung mit der Maus, mit dem Ja. grünen Pullover, der hat das natürlich auch irgendwie schon vor Jahren Stimmt, ja. angefangen, perfektioniert. Ja. Wobei natürlich eine gewisse Herausforderung ist bei einem grünen Pullover. Ich habe heute auch diesen Anfängerfehler begangen und sitze mit einem grünen Poloshort vorm Greenscreen. Ja, und 4 Minuten vor der Sendung, sagen wir mal, steht Herr Magdowski mit einem Grün. Ich so, was? Ja. Ja, es ist mir leider auch jetzt erst aufgefallen. Es ist Deswegen habe ich mir okay. schnell hier noch irgendwie Aber auch ein. damit könnte man ja echt. Also ich habe zum Beispiel noch eine grüne Greenscreen-Decke oder so ein Tuch. Man könnte damit, also wenn man es bewusst einsetzt, ist es, glaube ich, immer was anderes. Und damit könnte man sich natürlich auch einfach mal den einen oder anderen Spaß erlauben. Also wir könnten hier wie Huibui das Schlossgespenst nur mit, oder quasi, oder diese Szenen wie aus Harry Potter, wenn man quasi, oder war das der Film? Quasi laufende Köpfe. Also, ob das was mit digitaler Lehre primär zu tun hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es Aufmerksamkeit bindet oder hält. Und was man dann damit macht, könnte wieder digitale Lehre sein. Aber jetzt hat er seine. Und Was hier soll ich sieht dazu man, sagen? ja, du hast vorhin gesagt, ich könnte meine zweite Kammer, wie gesagt, ich Ja. habe heute die zweite Kammer leider nicht aufgebaut, aber wenn ich mich umschaue, dann sieht man Stimmt. doch ziemlich gut in den Reflexionen meiner Brille, dass ja, vor mir mal wieder Ja, bei ganz aller viel Licht Ernsthaftigkeit, rumsteht. wir können das ja zeigen, wenn ich einfach dein Twitter-Bild von vorhin noch mal Ah zeige. ja, genau. Weil da kommen wir natürlich schon in so eine gewisse Hardware-Diskussion, die ich sehr spannend finde, weil es ist auf der einen Seite so ein bisschen Beratung oder Tipps, okay, was könnte man denn gut benutzen oder was benutzen denn andere? Und da gibt es irgendwie jede Woche Tweets, egal aufs Twitter-Lehrerzimmer oder Twitter-Campus, was könnte ich denn dafür benutzen?
Und auf der anderen Seite ist es so eine gewisse Einwandbehandlung, dass es eben gar nicht so viel ist. Also führ uns doch mal durch und ich stelle entsprechende Fragen. Ich habe mir mal einen Greenscreen im letzten Jahr besorgt, einfach damit man so für dieses Greenscreen-Setup gewappnet ist. Im Prinzip, die Idee hatte ich am Ende meines Mathematikvorkurses. In der letzten Vorlesung geht es um Matrizenrechnung. Ich wollte gerne live aus der Matrix sozusagen senden, einem ja bekannten Film von 1999. Und man findet da auch ganz gute YouTube-Hintergründe für. Hast du gerade für die Zoomer Matrix erklärt? Oder natürlich kennt man den Film Matrix. Also es gab große Diskussionen bei uns, ob man den Film heutzutage noch kennt. Ja, auch nur auf den Stift. Das finde ich auch so toll an den Vakuums, dass man halt, man kann mit dem Finger drauf rumgehen, wie man will, da passiert halt nichts. Ja. Man braucht keine Handballenerkennung oder irgend so ein Quatsch, sondern es reagiert eben nur auf den Stift. Und dann ist das doch okay. Ja. Nee, im Video sieht man dich ja nicht. Ne? Dann kann ich auch schön die ganze Zeit auf den Bildschirm gucken und dann trifft man auch ohne Probleme ganz perfekt das Indice. Man muss sich mit den Dingern halt so ein bisschen eingrooven, aber das, also mittlerweile denke ich, funktioniert es ganz gut. Aber ich würde immer empfehlen, sich irgendwie zu zeigen. Also ich glaube, wenn man den Teil jetzt noch weg rendern würde, und das können wir ja auch einfach mal live machen, gut, dann fällt ein Teil. Und jetzt Ton, ich muss sagen, gerade weil man nicht, also man hört vielleicht, was du als nächstes machst, also im Sinne von machen willst, aber wildes Scrollen und auch gerade die Folie, die ist natürlich krass. Also gut, wir sind jetzt auch einfach irgendwo mitten reingesprungen. Aber ich kann, weil ich glaube, ich habe immer das Gefühl, das fragen sich immer noch Leute, ob sie das machen sollen oder nicht. Und es reicht ja, dass du da unten sehr klein bist. Also es ist natürlich jetzt auch Bild in Bild, das ist nochmal verkleinert. Aber ich persönlich finde zumindest am Anfang, in der Mitte oder am Ende, weil ansonsten ist es wirklich betreutes Lesen. Ja. Ja. Also, aber es ist man muss natürlich in der Hinsicht irgendwie, also leidensfähig sein, keine Ahnung, mir fällt auf, ich habe da glaube ich das gleiche Ding an, wie ich jetzt anhabe. Man braucht als Ingenieur, braucht man vielleicht so einen Fashion Consultant an der Stelle, weißt du? Also es sieht halt seltsam aus. Ich habe mir auch, als wir dann unsere Streams, wir streamen ja so einmal im Monat ungefähr. Ja, ne? Grob, ja. So, und dann Ich habe mir die dann ja auch immer bei Twitch mit Antwitch und so runtergeladen und als wir die dann bei YouTube hochgeladen haben, ist mir auch gefallen, oh, du hast halt irgendwie im ersten und im zweiten das gleiche Poloshirt an. Ja. Wenn uns jetzt jemand sieht, könnte man denken, der Matthias Mordowski hat nur ein Poloshirt. Und das ist so, man sieht halt einfach ein bisschen mehr von der Person. Es macht halt schwieriger, das im Nachgang irgendwie zu schneiden. Und man muss natürlich auch immer gucken, dass man mit dem Bartwuchs, mit der Frisur und mit dem gesamten äußeren Erscheinungsbild einigermaßen kameratauglich ist. Und das hat man halt bei den anderen Sachen nicht, wenn man sich jetzt gar nicht so zeigt. Aber klar, ich bin da voll bei dir, dass das so eine gewisse persönliche Note natürlich hinzufügt. Also mehrere Sachen. Also bei den Klamotten, ich habe mittlerweile festgestellt, entweder man variiert total und hat einen super großen Kleiderschrank. Ja, mit meinen 17 Outfits komme ich halt irgendwie auch irgendwann in Wiederholungen. Also habe ich beschlossen, ganz ehrlich, ab sofort einfach Hemd und den, keine Ahnung, Grad-Student-Look. Weil dann ist es auch egal, wie alt das Video ist. Und das machen tatsächlich auch viele YouTuber. Nicht, dass das Ziel wäre, aber grundsätzlich ist es so, entweder man variiert total oder man sagt, nö, das ist mein Videoshirt. Also Tom Scott zum Beispiel, großartiger YouTuber, hat immer ein rotes T-Shirt an. Immer. Auch wenn er auf Veranstaltungen geht und dort spricht. Und es hat natürlich den Effekt, es ist so ein bisschen dieses leicht ja, autistische Mark Zuckerberg, ich habe 3 Minuten mehr am Tag, weil ich kein T-Shirt raussuchen muss. Ja, irgendwie nicht, aber irgendwie halt schon, weil man sich dann tatsächlich nichts überlegen muss. Auf der anderen Seite, selbst die Zipfelmütze macht in dem Video schon das Ganze ein bisschen persönlicher, weil es irgendwie, du erkennst an, dass die Vorweihnachtszeit angefangen hat. Ich weiß nicht, der Baum im Hintergrund oder dieses Pflänzchen im Hintergrund macht auch total viel. Wir machen jetzt aktuell, weil es einfach der hippe Trend ist, hier Double Green Screen, was ich auch sehr gut finde. Es wäre aber auch in Ordnung, wenn man 2 Wohnzimmer sehen würde. Also ich finde, so eine gewisse Persönlichkeit schallt einfach auch in den digitalen Lehrraum rein. Dann könnte auch mehr zurückkommen. Und wenn es nur ist, die Pflanze habe ich auch, schauen Sie mal. Also
Ja, definitiv. Also hier, der Christoph von der Sendung mit der Maus, mit dem Ja. grünen Pullover, der hat das natürlich auch irgendwie schon vor Jahren Stimmt, ja. perfektioniert. Ja. Wobei natürlich eine gewisse Herausforderung ist bei einem grünen Pullover. Ich habe heute auch diesen Anfängerfehler begangen und sitze mit einem grünen Poloshort vorm Greenscreen. Ja, und 4 Minuten vor der Sendung, sagen wir mal, steht Herr Magdowski mit einem Grün. Ich so, was? Ja. Ja, es ist mir leider auch jetzt erst aufgefallen. Es ist Deswegen habe ich mir okay. schnell hier noch irgendwie Aber ein. auch damit könnte man ja echt. Also, ich habe zum Beispiel noch eine grüne Greenscreen-Decke oder so ein Tuch. Man könnte damit, also, wenn man es bewusst einsetzt, ist es, glaube ich, immer was anderes. Und damit könnte man sich natürlich auch einfach mal den einen oder anderen Spaß erlauben. Also, wir könnten hier wie Huibui das Schlossgespenst nur mit, oder quasi, oder diese Szenen wie aus Harry Potter, wenn man quasi, oder war das der Film? Quasi laufende Köpfe. Also, ob das was mit digitaler Lehre primär zu tun hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es Aufmerksamkeit bindet oder hält. Und was man dann damit macht, könnte wieder digitale Lehre sein. Oh, jetzt hat er seine. Und Was hier soll ich sieht dazu man, sagen? ja, du hast vorhin gesagt, ich könnte meine zweite Kammer, wie gesagt, ich Ja. habe heute die zweite Kammer leider nicht aufgebaut, aber wenn ich mich umschaue, dann sieht man Stimmt. doch ziemlich gut in den Reflexionen meiner Brille, dass ja, vor mir mal wieder Aber in aller ganz viel Licht Ernsthaftigkeit, rumsteht. wir können das ja zeigen, wenn ich einfach dein Twitter-Bild von vorhin nochmal Ah zeige. ja, genau. Weil da kommen wir natürlich schon in so eine gewisse Hardware-Diskussion, die ich sehr spannend finde, weil es ist auf der einen Seite so ein bisschen Beratung oder Tipps, okay, was könnte man denn gut benutzen oder was benutzen denn andere? Und da gibt es irgendwie jede Woche Tweets, egal aufs Twitter-Lehrerzimmer oder Twitter-Campus, was könnte ich denn dafür benutzen? Und auf der anderen Seite ist es so eine gewisse Einwandbehandlung, dass es eben gar nicht so viel ist. Also führ uns doch mal durch und ich stelle entsprechende Fragen. Ja, also ich habe mir mal einen Greenscreen im letzten Jahr besorgt, einfach damit man so für dieses Greenscreen-Setup gewappnet ist. Im Prinzip, die Idee hatte ich am Ende meines Mathematikvorkurses. In den letzten Vorlesungen geht es um Matrizenrechnung. Ich wollte gerne live aus der Matrix sozusagen senden, einem ja bekannten Film von 1999. Und man findet da auch ganz gute YouTube-Hintergründe für. Hast du Und gerade habe mir dann. für die Zoomer Matrix erklärt? Oder natürlich Ja, kennt man ja. den Film Matrix. Also es gab große Diskussionen bei uns, ob man den Film heutzutage Echt? noch kennt. Ja. Aber Okay. man kennt ihn offensichtlich. Und dann habe ich mir halt aus einem, das Foto finden wir irgendwo, habe ich mir halt aus einem grünen Handtuch einen Greenscreen gebaut. Und naja, das funktionierte dann so, war aber natürlich nicht so der Knaller. Dann habe ich mir einen Greenscreen gekauft, dann stellt man fest, irgendwie, oh, Greenscreen ist schon mal nicht schlecht. Wenn man dann aber halt hinter sich irgendwie wie auf dem Foto eine ganz gute homogene Ausleuchtung haben möchte und nicht so viel Ja. Schatten, dann braucht man halt noch ganz gute Lichter. Also, das haben wir geklärt und jetzt die Lichter. Das sind Softboxen. Vielleicht noch kurz Das zum sind Greenscreen. Softboxen. Das ist ein teurer Greenscreen. Ich finde immer Kontext ganz wichtig. Es ist ein teurer Greenscreen. Es ist absoluter Overkill. Und dann grünes Handtuch hat am Anfang, es wurde nämlich jetzt nicht lobend erwähnt, ja durchaus auch einen gewissen Charme. Definitiv. Aber das Und ist der teure und gute. Ja. ja, also man ist ja, wer hat, der kann. Und nee, also ich glaube, wenn man jetzt, es gibt ja super viele Tipps im Internet, irgendwie hier gut und günstig Greenscreen. Es gibt immer mal wieder im Discounter seiner Wahl irgendwie grüne Tücher für dieses und jenes. Ein Ja, grünes Bettlaken tut es, glaube ich, voll und ganz. tatsächlich. 20 Der Euro Vorteil hier fällig. ist natürlich, man zieht den hoch, man zieht den runter, der hat eine schöne Kiste, der ist da Der drin und faltet sie, also der knittert nicht, absolut, der weil knittert nicht, der rollt sich ja. sehr schön auf und sowas. Und bei dem anderen, bei dem Handtuch, brauchte ich dann irgendwie so eine spanische Wand, um die halt irgendwie Ja. hinzuhängen. Die habe ich mir dann vom Dachboden von meinem Nachbarn geliehen, der die da irgendwie rumzustehen hat und so. Und Sehr ah gut. ja, das ist schon netter. So, dann Die Licht, Softboxen. ich. Genau, Licht. Ich habe halt am Anfang auch einfach irgendwie so Baustrahler, eine weiße Platte, wo der gegenstrahlt, damit man es ein bisschen diffus hat. Ich habe so viel mit so IKEA-Lichtern Also das ist experimentiert, der die ich mir Baustrahler auch hier dann. links. Das ist ein Baustrahler, Okay. genau. Warum hast Und du einen Baustrahler? weil dahinter, also man sieht noch so ein ganz bisschen die Tastatur von meinem Rechner.
Und ich sitze sozusagen so parallel zum Fenster. Also ich gucke, ich sitze parallel zur Fensterfront und wenn ich normal vor meinem Rechner sitze, habe ich halt so krasses Seitenlicht und dann sehe ich in Videokonferenzen auch immer unvorteilhaft aus. Und deswegen habe ich diesen Baustrahler zu stehen, der mich halt von der anderen Seite anleuchtet, direkt über die Wand. Okay. Warum hast du die quer aufgebaut, die Softboxen? Wie quer aufgebaut? Also die sind ja horizontal. Warum hast du sie nicht vertikal aufgebaut? Weiß ich nicht, weil ich habe die noch nicht. Die waren standardmäßig so. Okay. Man kann die bestimmt drehen, aber die. Weil dann würde mehr Licht von oben nach unten auch kommen. Ja, könnte ich mal noch mal sehen. Mir ist halt also was mich und ich glaube also so ein, jetzt auch wieder so Baustrahler tut's auch. Und eine weiße Platte dahinter. Ja. Diese IKEA-Lampen sind auch ganz okay. Die sind halt nicht sonderlich hell. Also diese Softboxen sind schon heller, weil die haben halt irgendwie so, keine Ahnung, 75 Watt Energiespar auf jeder Seite. Das ist schon ganz ordentlich. Was haben die Softboxen gekostet? Auch vielleicht um das mal? Also ich weiß es aber. Ungefähr genauso viel wie der Greenscreen. Also beide zusammen ungefähr genauso viel wie der Greenscreen. Also der Greenscreen irgendwie so 100, 120, ne? 100, sagen wir mal eher 150. Okay, weil die Boxen, es gibt auch für 60 Euro schon die darunter, mit der werde ich gerade mit einer bestrahlt. Also auch hier gibt es immer so die Budget, die Mid und die große Enterprise-Version. Ja, Valimax ist schon eine Marke, also kann man schon. Also in Magdeburg wird nicht am Equipment gespart. Soweit können wir schon mal sagen. Nee, finde ich gut. So, ja, also was mich, und die Boxen sind natürlich irgendwie so super und über jeden Zweifel haben, man baut die auch schnell auf und ab. Ja. Aber du hast kein zweites Stativ, sehe ich das richtig? Ja, nee, weil das passt, also genau. Soll ich dir eins schicken, Matthias? Ja? Nee, also. ich hab ein zweites Stativ. Ich habe natürlich, ich habe mir jetzt ein Set gekauft mit zwei Boxen und zwei Stativen, aber, und jetzt kommt das Aber, diese Stative nerven mich, weil die halt unglaublich viel Platz wegnehmen. Also wenn man jetzt halt irgendwie ein riesen Studio hat, dann kann man da natürlich so super Stative stellen, aber das sieht man jetzt auf meinem, vielleicht mache ich da mal irgendwie ein anderes Foto hier von der Seite, ja. Aber dann sieht man wieder den Rest von meinem unaufgeräumten Büro. Diese Stative, die stehen halt super im Weg rum. Also man kann hier. Kommt auf die Deckenhöhe drauf an. Und ich baue das zumindest das eine eben auch jeden Abend ab, weil ich weiß, dass sonst hier morgens die Reinigungsfachkraft stolpern würde über mein Stativ. Ach krass. Und was ist, also ich meine, apropos Stativ, was ist dieses Monster auf also was? Das ist eigentlich das Stativ für meine zweite Kamera. Ach aber so, okay. Also USB, das ist ein ganz normales, okay. Also das stelle ich, da, genau, das steht eben auch nur auf dem Tisch, damit es nicht auf dem Boden rumsteht, damit hier jemand kommen kann und die Reinigung problemlos machen kann. So, und deshalb, also mein Plan ist jetzt so ein bisschen mein Büro einmal also weil ich habe halt schon so ein bisschen Gefallen gefunden an diesem Studio-Setting. Ach ja, das merkt man gar nicht, Matthias, so. Und dieser Auf- und Abbau nervt mich aber trotzdem so ein bisschen. Also ich glaube, die ganzen Leute, von denen du immer sonst berichtest, ich glaube, die haben halt irgendwo ihren festen Raum, wo sie halt streamen. Ja, klar. Und die wissen, ne, da ist alles sozusagen in nahezu Perfektion aufgebaut und die können eine Minute, bevor es losgeht, da hingehen, drücken auf einen Knopf, sind online und es geht los. So ganz überspitzt gesagt. Aber ne? Die haben auch so angefangen. Die haben sich überlegt, okay, ich gehe jetzt einmal online für meine Studenten. Dann haben wir gemerkt, okay, es kommen noch mehr Leute. Und genauso könntest du ja auch sagen, okay, das Stativ will ich frei haben. Ich hole mir noch eine USB-Verlängerung. Und ich weiß jetzt, ich kenne jetzt die Abmaße von einem Raum nicht. Der Computer steht hier links. Du scheinst ja hier so eine typische Uni-Regalwand zu haben. Wenn du da permanent, du hast ja auch drei, vier Kameras, jetzt bestellt, also im März bestellt, im November sind sie angekommen, die könntest du ja permanent da oben hinstellen, also zum Beispiel eine Brio oder deine Streamcam mit der USB-Verlängerung 3 Meter, mit noch quasi mit einem Signalverstärker, kostet nochmal so irgendwie 12, 15 Euro und auf einmal benutzt du diesen ganz kleinen Spalt, der hier oben typischerweise ist, um dann so rein zu streamen, dann musst du irgendwie einen Winkel finden, sodass keine persönlichen, wie auch immer. Aber das wäre noch eine Möglichkeit, um das permanent zu bauen. Ich habe mir schon einen ganz guten Plan gemacht. Bauen, also ich habe so einen Kabelkanalfront hier so am Fenster und die könnte man halt eigentlich ganz gut nutzen, cool. Um da diese Softboxen dran festzuschrauben, ohne dass man halt diese Stative auf dem Boden rumzustehen hat. Die sind nämlich da echt so ein bisschen nervig. Und so, dass man im Prinzip so diesen Arbeitsplatz, also den Platz, den ich jetzt zum Stream nehme, sieht man ja, der ist halt so mitten im Raum. Und alles, das ist der Assistenzplatz, ne?
Und genau, und alles, was ich halt aufbaue, steht immer mitten im Raum rum. Ja. Und man müsste es eigentlich irgendwie so aufbauen. Naja, und es gibt ja den Greenscreen zum Beispiel auch so, dass man den halt von der Decke abhängen kann. So habe ich den, ja. Genau, dann steht der eben auch nicht rum. Dann kannst du ihn aufrollen. Dann bräuchtest du aber einen weiteren, ne? Weil das ist ja wirklich zum mobilen. Ja, das ist eher zum Stehen. Ja, okay, das heißt, wir haben Licht, Kamera ist jetzt die integrierte. So, Kamera ist die integrierte in dem Surface. Und das ist ja schon krass. Warte mal, ich gehe nochmal auf die große, weil dein Bild ist ja schon, also das ist ja schon, da sieht man mal wieder, wie wichtig Licht ist. Weil das sieht nicht aus wie eine integrierte Kamera. Also bei, ja, das ist schon also absurd. Ja, Chuck Norris, Roundhouse Kick, gutes Licht schlägt gute Kamera. Absolut. Also, und ich meine, ich habe ja hier bei mir über deinem Signal nochmal einen Filter gelegt, damit der Greenscreen draußen ist und so. Also das ist ja wirklich schon beeindruckend. Ja, also mit der bin ich, aber ich meine, gut, ist halt auch irgendwie ein teures Surface. Ja. Pro, ne? Kann man so. Ja. Dann habe ich hier tonmäßig ein Ansteckmikrofon, an das ich gerade aus Versehen herangefasst habe. Man hat es vielleicht gehört, aber vielleicht auch nicht. Also es liegt hier im Bild gerade auf dem Tisch. Logischerweise hast du es jetzt angesteckt. Genau, jetzt habe ich es angesteckt. Ja. Das hat so 2 Meter USB-Kabel. Also das ist für mich so ganz gut, weil normalerweise hinter meinem Greenscreen habe ich noch ein... So ein Sideboard zu stehen, habe ich immer meine Experimente. Das reicht genauso, dass ich bis dahin komme und da was am Messgerät und so zeigen kann. Und das war jetzt auch nicht so teuer. Das hat, glaube ich, in den 30 Euro gekostet. Für den Preis finde ich es vollkommen okay. Es gibt mit Sicherheit bessere Ansteckmikrofone, aber ja, das haben wir schon mal diskutiert. Es hat halt USB und ich kann es direkt an einen Rechner ranstecken. Ist auch mit das einzige Ansteck- oder Lavalier-Mikrofon, das USB hat. Also die meisten haben Klinke. Klinke ist halt grundsätzlich nicht so toll. Also viel störanfälliger, ist eigentlich für Kopfhörer. Ja, und das ist also, ja, weil ich glaube, da fragen auch viele nach, weil, was hat das gekostet? So 35 Euro, 40? Genau, sowas. Ja, das ist halt echt gut. Also. Und der Ton ist halt, also für, ich meine, ich hatte das irgendwann in einem meiner Seminare mal so sehr schön verglichen für die Teilnehmenden, internes Mikro versus ein Headset versus das Ansteckmikrofon versus das Mikrofon von der Webcam. Und naja, halt das Ansteckmikrofon hat im Prinzip schon den natürlichsten Klang, weil es so ein bisschen Raum halt mitnimmt und sozusagen irgendwie so die Reflexion, die man so ein bisschen vom Tisch und vom Monitor hat und so oder vom Laptop. Aber dieses Headset, vielleicht liegt es auch an dem Headset, was ich habe, das ist halt von Jabra. Das ist, glaube ich, super krass auf so Verständlichkeit optimiert oder das ist halt so ein Callcenter-Mikrofon. Ja, ja, und das wahrscheinlich. Klingt halt wirklich sehr trocken. So, das klingt ein bisschen unnatürlich. Ja. Okay, was ist von der Störunterdrückung, ne? Also wenn jetzt hier irgendwie mein Telefon klingeln würde oder jemand reist hier neben mir, das hatten wir ja sonst immer so schön, wenn ich von meinem Balkon gestreamt habe, eben bei auf der Baustelle wurden gerade irgendwie Betonplatten gesägt, dann ist wobei, also dadurch, dass du mir über Skype das Signal schickst, um vielleicht auch das mal im Hintergrund grob zu klären und ich über dein Signal nochmal Sachen legen könnte, wie zum Beispiel den Greenscreen, könnte man, und da bräuchte einfach nur ein längerer Technikcheck und wenn man weiß, okay, gerade wenn du mal eingerichtet bist und wir zukünftig von festen Positionen aus das Ganze weitermachen, dann könnte ich genauso sagen, hier, ich will in dem Signal von dir Noise Gate, also nur ab einem bestimmten Level soll es hochgehen und wenn dann im Hintergrund irgendwie Waschmaschine brummt oder Leute auf dem Gang rumschreien, keine Ahnung, was ihr da so in Magdeburg macht, dann wäre das egal, weil es würde nicht ankommen. Also ich will damit sagen, man kann mit Signalen sehr viel rumspielen, da kann man auch viel kaputt machen, klar, also kannst ja auch ein sehr teures Mikrofon kaufen und ich zermatsch dein Signal und dann kommt es halt auch schlecht an. Aber da kann man auch viel Positives mitmachen. Ja, in Echtzeit wohlgemerkt. Also wir nehmen es ja irgendwie nebenbei auf. Also das finde ich auch einfach so faszinierend. Willst du mir erklären, und ich wollte dich jetzt nicht irgendwie im Tweet deswegen blöd anmachen, aber was ist dieses Monstrum in der Mitte? Also du und die Anja Lorenz habt euch ja drüber unterhalten. Ist das der neueste Schrei oder? Naja, weiß nicht. Also der Punkt ist natürlich, um jetzt zurückzukommen auf, ich nutze die integrierte Kamera des Laptops. So. Und um die integrierte Kamera des Laptops zu nutzen, muss ich natürlich die Kamera irgendwie auf eine einigermaßen vernünftige Höhe bringen. Und ich
Und dafür habe ich bisher, ich habe sie jetzt ins Labor geräumt, dafür habe ich bisher einfach Pappkisten benutzt. Verschiedene oder Pappkisten. Also Bücher, ja. Bücher, wo ja irgendwas eingepackt war. Und jetzt hatte ich ja letztens nochmal irgendwie mein Setup gepostet und da haben alle gesagt, das sieht super gut aus und so, aber was ist denn das für eine komische Pappkiste außer dem Laptop? Müsste ich mal einen vernünftigen Laptop-Ständer kaufen? Und jetzt war ich so ein bisschen angefixt und hatte mich so ein bisschen umgetan nach Laptop-Ständern. Naja, und das ist jetzt zumindest mal auch was man sich so testweise angucken kann. Der ist auch von einer anständigen Firma, die sonst irgendwie so auch Mikrofonständer und Boxenständer und alle möglichen anderen Stative baut. Ja, nenn ruhig mal den Namen. Also Herkules. Herkules. Es ist ja. Ja, also ich muss sagen, ich verstehe den Zweck. Aber warum nicht einfach eine Kamera benutzen und ein Stativ? Also vor allem, weil die wenigsten ein Surface 7 Pro Maxed Out Edition haben, so wie du. Ja, also, ich hab's halt. Ja. Also, ja, wissen Sie nicht, ja. Also wenn ich, wie gesagt, wenn ich jetzt, das ist, liegt jetzt halt der Sache geschuldet, dass ich das jetzt mit dem Laptop mache. Klar. Ja, verstehe mich nicht falsch. Also ich dachte, ich hätte schon vieles gesehen, aber Laptop-Ständer als große Produktkategorie und keine Ahnung, der hat wahrscheinlich auch so 60, 70 Euro gekostet. Mein Stativ hat es dreifache gekostet, aber das ist auch ein Reisestativ. Aber das ist auch ein Reisestativ, das kann man auch, also da kannst du zwar auch immer noch, also falls ich du mal überfallen wirst auf der Reise, kannst du auch jemanden mit unterhalten. Ich will, dass du bei deiner nächsten Konferenz das auf dem Schoß hast und dann während der Konferenz. Also ich glaube, das sorgt für Aufsehen. Also die Softboxen wahrscheinlich auch, aber so als Utensil spannend. Also das, ich finde es auch interessant, wo sozusagen immer mal wieder so die Meta oder so dieses, was kaufen wir uns als nächstes hingeht. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir Anfang 2021 uns über Tablet-Stative, Laptop-Stative unterhalten. Aber natürlich macht es Sinn, um die Kamera zu erhöhen. Meine Laptop-Kamera von meinem Lenovo, es ist total crappy. Also die will ich gar nicht. Also am liebsten würde ich sie rausnehmen, aber ja. Okay. Ja, und dieses Stativ, es ist vielleicht fast sogar ein Ticken zu hoch. Also ich muss es jetzt so ist schon irgendwie relativ strange einstellen. Also da ist so eine, ist da keine so Feder drin oder so ein Gelenk? Ja, aber ich habe das Gelenk schon auf fast maximal nach unten gestellt. Also das ist halt ein Stativ. Also das geht noch viel höher, dieses Ding. Das ist eigentlich zum ist Stehen. Das so ein, das ist so ein DJ-Laptop-Stativ. DJ Double M Squared oder was? Okay. Ja, das ist so ein, weißt du, wo man so irgendwie seine Musikanlage und dann irgendwie das Mischpult und ganz oben drüber muss noch irgendwie der Laptop hin. Dafür ist dieses Ding gedacht. Okay. Eigentlich. Das erklärt natürlich die Marke und den Preis. DJ Equipment sofort auf 1-0 dran. Okay, spannend. Ja, weil ich meine, ich verstehe schon, wenn man irgendwie jetzt sagt, okay, ich will auch ab und zu mal im Stehen arbeiten, Zoom-Calls, wie auch immer, dann sage ich mal immer, ja gut, holt euch einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer und die Uni wird nicht jedem einen Höhen. Wobei, bei der Uni könnte ich es mir sogar noch am ehesten vorstellen. Im Privatbereich, klar. Ja, es ist halt zumindest ist es was man immer irgendwie flexibel einstellen kann und was jetzt. Naja, zumindest noch mal einen Ticken professioneller aussieht, als man stellt da irgendwie eine alte Pappkiste hin. Aber die Pappkiste tut es am Ende genauso. Also, ja, was mich noch interessiert. Der Laptop-Ständer ist jetzt sicherlich was auf das, was man am ehesten verzichten kann. Also, wenn ich sage, wenn man irgendwas ganz, ganz, ganz unbedingt braucht oder was ich mir als erstes kaufen würde, wäre dieses Ansteckmikrofon. Und dann das Licht. Ja, und dann vielleicht das Zeichentablet. Oder keine Ahnung, vielleicht noch das Zeichentablet als erstes, dann das Mikrofon und dann das Licht. Ja. Oder den zweiten Bildschirm, wenn man den noch nicht hat. Oder den zweiten Bildschirm. Also das ist tatsächlich so ein bisschen nach der Reihenfolge. Ja. Was mich am Ende noch interessieren würde, weil man es auf dem Bildschirm nicht sieht, und dann haben wir tatsächlich einen echt schönen Rundumschlag gemacht über Hardware, über Software haben wir jetzt noch gar nicht so gesprochen, aber Internet. Kann man natürlich auf dem Bild nicht sehen. Magst du dazu noch was haben? Weil braucht man zum Stream, ganz klar. Und zwar alles größer 4 Mbit, also im Upload wohlgemerkt. Und jetzt würde mich noch interessieren, wie gut das Magdeburger Internet ist. Also es scheint ja zu funktionieren. Naja, also wenn ich hier in der Uni sitze, dann ist das Internet natürlich hier äußerst formidabel.
Entgegen allen Empfehlungen und Verlautbarungen, wenn ich jetzt den Laptop hier zu stehen habe, habe ich den auch immer nur im WLAN und habe den nicht per LAN verkabelt. Einfach, weil ich auch unserem WLAN hier jetzt im Gebäude irgendwie relativ gut traue. Ja, also gerade jetzt im Moment sind hier irgendwie nicht viele Leute unterwegs. Da habe ich hier als alleiniger Nutzer irgendwie ziemlich gute Übertragungsraten natürlich trotzdem im WLAN. Wenn ich ansonsten hier am Rechner sitze, habe ich natürlich eine LAN-Verbindung. So, wenn ich zu Hause bin und das mit dem Rechner mache, hängt der Rechner natürlich auch im LAN. Und dann habe ich halt einen Kabelanschluss dahinter. Keine Ahnung, was der im Uplink hat. Ich will so ein bisschen darauf hinaus. 10 Mbit, 20 Mbit, weiß genau. Nicht, das ist schon eine relativ schnelle Leitung. Also ja. Die tut es auf jeden Fall. Und da habe ich auch nie Probleme gehabt, irgendwie auch nicht vorher mit Zoom oder sowas. Und ich glaube, also der Twitch-Stream, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist ja auch schon ganz gut komprimiert. Genau, also worauf ich einfach nur raus will, man muss irgendwie überlegen, okay, wie sieht es bei allem aus? Und dann irgendwie einmal durch den Ether. Du streamst ja auch durch auf 720p, also 60 Bilder die Sekunde. Ob die zum Beispiel ankommen, weiß ich gar nicht. Aber eine Kategorie unter Full HD, das bedeutet schon mal, dass, wenn man das jetzt nachbauen will, die kleine Leitung schon reicht. Und ich sage immer so, als wenn man 50 Mbit im Download hat, kann man wahrscheinlich auch in der kleinsten Kategorie einen gewissen Upload in den Ether schicken. Sprich, man kann mit einer 50 Mbit Leitung wahrscheinlich streamen. Weil mit einer 16.000er funktioniert es nicht. Also das ist sehr, da ist man erstmal auf sehr bestimmte Spezifika angewiesen. Worauf ich aber auch hinaus will, die meisten Unis haben eine deutlich bessere Leitung als 50 Mbit. Die haben auch gerne mal eine 200er Mbit und da, also der Upload noch größer, weil irgendwie das Rechenzentrum zwei Ecken weiter steht. Also, weil oft wird mein Internet ist zu schlecht etc. Ja, aber von den Instituten, das Internet ist ganz gut und dann haben wir ja einmal. Also ich glaube bei den Campus-Unis, ne, die halt irgendwie alle an einem Campus haben, die Gebäude konzentriert und dementsprechend mit einem Datennetz verbunden sind, sollte das überhaupt gar kein Problem sein, weil dann natürlich die Backbones, die das mit dem wirklichen Internet verbinden, super. Also keine Ahnung, anekdotisch, ich habe mal irgendwann Sachen, als man früher noch die Wikipedia sozusagen mal komplett runterladen konnte als so eine DVD, habe ich mal irgendwann als so gigabyteweise Daten runtergeladen. Da habe ich, glaube ich, mit 70 Megabyte pro Sekunde runtergeladen. Also da war das Begrenzende, war, glaube ich, eher die Geschwindigkeit meiner Festplatte und nicht die Geschwindigkeit des Netzwerkes. Weil das Netzwerk ist halt ein Gigabit-LAN und dann schafft das halt seine 100 Megabyte sozusagen pro Sekunde. Ja, von 70 Mbit würde ja heute, ist ja völlig ein völlig absurder Wert. Also Download oder Upload? Also nicht 70 Megabit, sondern 70 Megabyte. Ach, okay, ja, falsche Einheit. Ja, okay, das ist nicht so gut. So, und also da, glaube die Unis sind super schnell und klar, also von zu Hause ist dann die Frage, was hat man zu Hause für eine Internetverbindung? Aber in Magdeburg, ein ganz guter lokaler Internetdienstleister hier, der hat halt seit dem Lockdown, ich weiß nicht, ob sie schon rückgängig gemacht haben, aber die haben halt gesagt, ab dem letzten Lockdown schon im März, hier so alle machen Homeschooling und machen jetzt nur noch Videokonferenzen, wir verdoppeln bei allen die Upload-Geschwindigkeit und keiner muss dafür mehr bezahlen. Ach, spannend. Ja, ich habe auch von meinem Anbieter einfach 50 Mbit mehr bekommen, aber nur im Download, wo ich mir halt dachte, das ist irgendwie nett, aber die merke ich halt A, überhaupt nicht und die würde ich lieber jemandem anderen geben. Aber so funktioniert Stadt- und Land-Internet leider nicht. Aber dann ist, glaube ich, die Sache, je nachdem, wo man wohnt, ob man sozusagen allein in einem Einfamilienhaus wohnt oder ob man halt in einem Mietshaus wohnt mit ganz vielen anderen Mietparteien, kann natürlich WLAN auch mal ein begrenzender Faktor sein. Auf jeden Fall. Aber auch da hilft halt, ja, wenn man einfach nicht morgens um 9 oder abends um 6, sondern um 11.37 Uhr anfängt, also kurz vor Mittag. Manche machen ja auch montags um 7.30 Uhr ein Propedeutikum, habe ich mir sagen lassen. Also da kann man ja ein bisschen ausufern und das verteilen. Aber im Allgemeinen, finde ich, sind die Unis sowohl vom Standort und von der Internetleitung ganz gut ausgestattet. Du musst in deinem Büro jetzt auch keine persönlichen Zimmerpflanzen, also außer du möchtest natürlich, offenbaren. Und ich finde es einfach eine gute Option. Mein
Was ich auch empfehlen kann, ist, oder vielleicht, was du dazu sagst, vielleicht so als Abschlusswort, je nachdem, wie viel Zeit du noch hast. Ich plädiere immer dafür, dass eine Fakultät oder vielleicht sogar ein Dezernat als solches einen Raum einrichtet. Und das muss ja jetzt kein, also ob man das jetzt Studio nennt oder nicht, ist ja egal, aber du hast dich jetzt drum gekümmert, wahrscheinlich auch aus einem gewissen nerdigen Eigeninteresse. Ich weiß nicht, ob das an anderen Fakultäten auch so wäre oder ob man also einfach mal nicht ein, sondern drei von den Screens baut und je nachdem, wahrscheinlich hat man nicht so viele Räume, drei kleine Kammern einrichtet und auf einmal hat man drei Räume, an denen man, was auch immer kommt, unterrichten kann. Ja, also ich glaube, an den Unis ist es eben relativ personenbezogen, Leute, die Bock darauf haben. Und dann, wenn es so gemeinschaftlich genutzte Sachen sind, dann muss auch wieder es jemanden geben, der sich halt darum kümmert und das irgendwie in Gange hält. Ja, genau. Und dann ist es schon immer nicht verkehrt, wenn man da irgendwie, da ist jetzt, ach so, das war immer mein Problem, wenn ich Sachen eingefügt habe, das ist... Naja, und also zum Beispiel zu Hause, da wo ich jetzt vor dem Rechner sitze, habe ich ja überhaupt gar kein Licht. Also da ist jetzt halt einfach nur, Tageslicht, oder? Ich muss noch alles zusammenführen. Ich habe jetzt im Büro das gute Licht und den Greenscreen und mache von hier meine Sachen, die ich mit Zoom mache und alles, was ich über Twitch zusätzlich mache, mache ich bisher halt immer von diesem schnellen Rechner mit den zwei Monitoren zu Hause. Ja, ja. Ich muss mir jetzt nochmal ein Setup überlegen, wie ich das beides halt zusammenbringe und im Idealfall mache ich das halt bei mir im Büro und dann aber so, dass ich diese Boxen halt unabhängig von den Stativen platziert habe. Naja, und ansonsten, ich glaube, man muss es, also wie es immer so ist, ne, man muss es halt einfach mal machen, man muss ein bisschen ausprobieren, gucken, was geht nicht. Sich nicht von irgendwie kleinen Problemen aus der Ruhe bringen lassen und einfach resilient weitermachen und sich ein bisschen Rückmeldung von seinen Studien einholen und die ist bisher eigentlich recht positiv. Ja. Cool. Das war ein guter Rundumschlag über How to Stream und auch ich glaube auch das, was wir am Anfang auch hatten, dass man nicht nur ausprobiert, sondern verschiedene Evolutionsstufen durchmacht. Und das haben ja auch viele in der einen oder anderen Form. Also am Anfang haben wir uns irgendwie noch über, wie geht es überhaupt und wie kriege ich das? Dann haben wir uns über Greenscreens unterhalten. Dann war die Frage, was ist gutes Audio? Und mittlerweile reden wir über Laptop-, Tablet-Erhöhungen, damit es auch ergonomisch wird. Und was nicht alles. Also ich sehe insgesamt in der Szene oder in der Community, wie auch immer man das benennen möchte, einen gewissen Austausch und einen Reifegrad, wenn man so möchte. Also wenn man sich anguckt, was Prof. A. Heil irgendwie in seinem Setup so aufpackt, jetzt fängst du auch an, beziehungsweise hast schon diverse Sitzungen gemacht. Und ja, also salopp gesagt, feiere ich das einfach total, weil es einfach insgesamt hilft zu sagen, okay, was machen denn die anderen? Und auch von der quasi Bildungslandschaft finde ich persönlich, sind uns andere Länder weit voraus. Also egal, ob man jetzt in die USA oder nach Skandinavien guckt und gerade amerikanische Profs, deswegen gucke ich mir die ja immer an, haben das irgendwie vor 2 Jahren angefangen und hatten mal wieder einen großen Vorsprung. Und das würde ich mir ein bisschen für die deutsche Landschaft auch wünschen, dass man sagt, hier, da gibt es in Magdeburg einen, der hat das gemacht, zwar für Elektrotechnik, aber vielleicht können wir das für Linguistik auch benutzen, etc. Und ich bleibe auch immer noch dabei, je mehr etablierte Wissenschaftler und bereits Titelträger, also quasi alles Postdoc und höher, das machen, je mehr kommen wir aus dieser, aber das ist doch irgendwie komisches Gaming und obszönes Nerdtum. Und ich glaube, da müssen wir uns viele haben sich da schon von verabschiedet und langsam drängt das in den Mainstream, wenn man so will. Hoffen wir mal. Ja, digitale Lehre als Mainstream, das... Hendrik, Wunschdenken. Cool. Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Ja, hat mich sehr gefreut. Ich gehe nochmal in den Großen. Hat mich sehr gefreut. Mal wieder komplett ungeskriptet. Aber wir machen weiter. Ich glaube, im Anschluss suchen wir uns jetzt auch einen Folgetermin. Wobei vielleicht auch das nach Semesterende sein wird, nehme ich mal an. Ja, wahrscheinlich. Es stehen Klausuren und Abgabetermine an.
Ich wusste dich, ich richte mich mal diesmal nach dir. Wahrscheinlich, ja. Aber so ja, im Februar, März müssten wir mal wieder was hinbekommen. Außerdem könnte man noch überlegen, wie das weitere Semester passiert oder was passiert. Ich vermute, irgendwas wird wieder passieren, sodass wir vielleicht doch wieder neuen Gesprächsstoff bekommen. Ja, eine ganz spannende Phase ist ja die nächste Prüfungsperiode, die ansteht. Absolut. Und, Also nach allem, wie es jetzt aussieht, wird es ja, also das Konzept Präsenzprüfungen durchzuziehen, ambitionierter denn je. Also vielleicht wäre jetzt auch noch spontan, wenn du Lust hast, so drei Thesen, drei Vorhersagungen, wie das abläuft. Also ich fange mal an. Ja, ich habe da schon was vorbereitet. Langes Hinauszögern einer endgültigen Entscheidung. Gespräche in der Community und bei Dekanen und Präsidenten und wem auch immer über Proctoring. Kurz- und Schnellschussentscheidungen so viel wie möglich so zu machen und so wenig wie nötig so, beliebige Buzzwords einbauen. Mit je nach Fallzahlen logischerweise der Entscheidung, dass es eben nur online geht. Ja, würde ich so unterstützen. Also bei uns steht als nächstes eine Leistungskontrolle an in Grundlagen Elektrotechnik. Die hat halt den Charme, dass es eben keine Prüfung ist, sondern nur sowas wie so eine Vorprüfung. Und das heißt, das muss rechtlich vielleicht nicht auf ganz so super sicheren und soliden Beinen stehen. Sollte natürlich aber trotzdem jetzt auch nicht ganz absurd komisch ablaufen. Und ja, ich habe da über die Feiertage, war ich nicht unaktiv, mir da schon mal irgendwie ein paar Sachen zu überlegen, wie man das halt über Moodle und so ganz gut abbilden kann, ja. So dass es auch aus Studierendensicht irgendwie recht plausibel aussieht und nicht nach absurdem Aufwand und auch sozusagen irgendwie seltsam ringsrum aussieht. Ja. Und dann schauen wir mal, wie das so abläuft. Das habe ich für den 20. Januar geplant. Da können wir uns ja im Nachgang ja, mal sehr gerne über Erfahrungen austauschen. Ja. Es ist auf jeden Fall, und ich glaube, das werden alle bestätigen, die schon mit Online-Prüfungsformaten rumexperimentiert haben, es ist auf jeden Fall aufwendig in der Vorbereitung. Und ja. Also man verschiebt den Aufwand, den man vielleicht sonst eben als Korrekturaufwand hätte, dahin, sich gute Fragen auszudenken. Ja. Ja, also ich glaube, dass in der Umsetzung oder wenn ich mir jetzt eine Klausur überlegen müsste, dann wäre da einfach viel Synthetisieren und Reflektieren dabei. Ich weiß, das geht nicht immer bei Formeln und Rechnungen, wobei ihr ja schon so weit seid. Ich gucke nebenbei noch den Stream, du hast gerade was kopiert. Das sah gut aus. Ich muss mir dieses Tool angucken. Ja, du warst gerade in. Ach so. Das muss ich jetzt zeigen, sonst. Und gleich kopierst du. Das ja, ist schon, ja, ja. Das hat was. Das ja, hat was. Ja, das ist jetzt, da kommt meine alte Microsoft Journey-Erfahrung durch. Was mich aber an diesem Stream komplett genervt hat, ist immer, wenn ich irgendwie ein Indiz geschrieben habe, wenn man mit dem Stift zu lange an einer Stelle blieb, dann hat halt Windows oder dann hat Journey irgendwie dieses Kontextmenü aufgemacht für man will was kopieren. Ah, okay, Rechtsklick, ja. Und genau, das Rechtsklick-Menü und dann habe ich halt danach, das ist immer das, dann habe ich danach irgendwo in den Einstellungen Häkchen gefunden, wie man das ausschalten kann. Okay, das sind immer so die kleinen Sachen, die merkt ja, man. Ja, genau, und das ist so das, was einen dann, und naja gut, da muss man sich halt so ein bisschen reinkriegen. Großartig, genau. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau, synthetisieren und reflektieren, irgendwie anwenden. Und ich glaube, da kommt halt der Aufwand her, dass du sagst, okay, mache ich was Individuelles oder was Maßgeschneidertes, gehe ich doch irgendwie in Gruppenaufgaben. Da muss man wieder gucken, Prüfungsordnung, Syndikus, darf ich das überhaupt? Und dann gibt es irgendwie so 20% an Kommilitoninnen und Kommilitonen, muss ich auch leider sagen, die halt irgendwie im Vorfeld schon Stunk machen und ist irgendwie noch nichts entschieden, es sind noch nicht mal Termine draußen, wo ich halt auch sage, hey, chillt doch vielleicht erstmal, aber da kommt wieder so ein bisschen dieses, es ist halt kein Gegeneinander, sondern irgendwie ein Miteinander, finde ich jedenfalls. Aber ich glaube auch, dieses wir müssen mal gucken, wird mal wieder kommen. Ich bin da jetzt kein Fan von. Ich warte ja auch immer noch auf den Folgeanruf von meinem Studiendekan virtuell, also ideell zumindest. Aber wir Studierende erfahren es als Letztes. So. Und dann nehmen wir das, was kommt. Und die einen Fächer machen es so, die anderen machen es so. Es wird.
Es wird. Ja, also ich kann nicht beruhigen, aus Lehrenden-Sicht weiß man im Moment auch noch nicht so wahnsinnig viel Das mehr, kann ich mir was so kommen vorstellen, wird. ja. Und ich glaube, also so, ja, man laviert sich so ein bisschen hin, ne? Also man lässt das mal auf sich zukommen und guckt mal so, wie sieht das denn so aus. Und ich glaube, niemand ist aktuell so wirklich in der Lage oder willens, eine Entscheidung zu treffen, weil man irgendwie nicht die Konsequenzen dann. Falls es dann sich nachträglich herausstellt, dass man irgendwie eine nicht so optimale Entscheidung getroffen hat, dann die Konsequenzen zu fürchten. Und deshalb glaube ich, Ja. schiebt man so, zumindest ist das so mein Eindruck, den schwarzen Peter so ein bisschen hin und her und sagt halt, naja, als Hochschule, also nur als jetzt Fachbereich, wir warten mal, was die Hochschulleitung entscheidet und die Hochschulleitung sagt, naja, wir warten mal ab, was das Land irgendwie so entscheidet und das Land sagt, naja, wir warten mal ab, was der Bund, Bund so ja, entscheidet. okay, ja. Jeder, ne, und dann irgendwer fällt halt eine Entscheidung, aber bis die dann so wieder bei denen angekommen ist, die es betrifft, hat man zahlreiche Iterationsschleifen dazwischen, die alle so ein bisschen Zeit kosten. Und deshalb. Ja, Zeit ist ein Aber. gutes Stichwort. Wir haben jetzt 15 Minuten überzogen, quasi das akademische Viertel einfach nochmal oben drauf. Es war mal wieder ein Fest. Wir kommen wieder mit unserem Byte oder nee, Bit-Gespräch, haben wir das genannt. Bis dahin, ja, noch einen guten Semesterstart, bleibt gesund und wir hören uns an anderer Stelle wieder. Genau, wenn ich richtig mitgezählt habe, war das heute das fünfte Bit-Gespräch. Wenn wir 8 zusammen haben, dann können wir es Byte-Gespräch nennen. Das ist der Knaller. Das ist eine gute Idee und mit der beenden wir das Ganze hier jetzt auch. Gute Out.